Was tun Sie? Wie verhalten Sie sich dann, wenn vor Ihnen auf dem Boden ein Portemonnaie liegt und anscheinend gerade niemand in der Nähe steht, der Sie beobachten könnte? Stecken Sie die Geldbörse ein? So direkt gefragt, antworten Sie garantiert: Also selbstverständlich bin ich ehrlich in so einem Moment. Der Max-Test kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Wie ehrlich sind die Hessen? Geben Sie dieses Portemonnaie zurück? Was hätten Sie damit jetzt gemacht? Nee, ich wollte suchen, wer die verloren später ist. Und wie reagieren die, die das Geld einfach so eingesteckt haben? Entschuldigung, ganz kurze Frage. Schauen Sie mal, Sie haben da gerade was auf der Straße gefunden, ne? Nix. Du weg. Max, unterwegs in Offenbach und in Kassel. Wer gibt eine gefundene Geldbörse zurück? Wer steckt die Scheine selbst ein? In der Theorie reagiert die Ehrlichkeit. Was würden Sie tun? Ich würde sie Ihnen zurückgeben. Wirklich? Ja. Ich weiß, wie es ist, ein Portemonnaie zu verlieren, von daher würde ich es abgeben. Ich bin so, dass ich wirklich also so nett bin und in dem wirklich informiere und sage, so und so sieht's aus. Sie haben Geld verloren und hinterherlaufen, das würde ich schon machen. So, alle geben sofort zurück. Wirklich? Wir sind gespannt. Unsere erste Station, das Bootshaus in Offenbach. Direkt vor dem Gartenlokal lassen wir ein Portemonnaie liegen. Wir erwarten, der ehrliche Finder bringt die Geldbörse direkt ins Lokal. Ist doch eigentlich selbstverständlich. Das ist normal. Das versuche ich meinen Kindern auch so beizubringen, dass wenn sie was finden, das sofort abgeben. Wir haben auch schon was verloren und waren heilfroh, dass wir das komplett wieder gekriegt haben mit allem drum und dran. Das ist selbstverständlich. Zur gleichen Zeit in Kassel. Unser Reporter in der Fußgängerzone. Plötzlich fällt ihm Geld aus der Tasche. Und dieser Mann sieht das ganz genau. Läuft ja direkt dahinter. Ist er ehrlich und gibt das Geld zurück? Nein. In dem Augenblick habe ich es jetzt eingesteckt und habe gedacht, Mensch, wo geht er jetzt hin? Läuft er geradeaus? Ich sag mal, wenn sie jetzt vielleicht gerade ausgelaufen wären, dann hätte ich vielleicht innerlich vielleicht auch noch ein bisschen Selbstzweifel gekriegt und hätte gedacht, Mensch, los komm, gib's es ihm. Aber dann waren sie dann da vorne auch gleich rechts weg und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich es behalten. Ehrlich nur, wenn man gerade ausläuft. Auch dieser Mann hebt das Geld auf. Läuft er unserem Reporter hinterher und gibt das Geld als ehrlicher Finder zurück? Nein. Er gibt sich alle Mühe, uns zu übersehen. Haben Sie gesehen, dass ich fallen lassen? Ja. Ja. Ich konnte aber nicht brüllen, weil ich gerade am Telefon war. Ja. Deshalb. Ach so, der Plan wäre gewesen, erst auflegen? Ich bin hinterher, ja. Ja. Ja, aber ich konnte eben nicht brüllen wegen scheiß Telefon. Nein, er ist ganz einfach an uns vorbeigegangen. Ehrlich, geht wohl anders. Zurück nach Offenbach. Diese Frau entdeckt das Portemonnaie sofort. Durchsucht es ausführlich und steckt es schließlich ein. Wartet, keiner kommt. Jetzt will sie weg mit unserem Portemonnaie. Was hätten Sie jetzt damit gemacht? Ich wäre jetzt heimgegangen und hätte angerufen. Scheckkarten, ich habe ja kein Interesse daran. Geld habe ich selbst genug, also hätte ich es Ihnen auch wieder gegeben. Dieser Mann macht kurzen Prozess. Ein schneller Blick. Schon radelt er weiter. Bevor er in Fahrt kommt, können wir ihn noch stoppen und stellen ihn zur Rede. Was hätten Sie damit jetzt gemacht? Bitte? Was hätten Sie damit jetzt gemacht? Nee, ich wollte suchen, wer die verloren ist. Schwer zu glauben. Unter etlichen Spaziergängern wollte er also den Besitzer ausfindig machen. Aber es gibt natürlich auch ehrliche Finder. Und die machen das einzig Richtige. Sie geben das Portemonnaie im Restaurant ab. Wie sich das gehört. Ich habe nur EC-Karte gesehen, da habe ich gedacht, nur ehe ich jetzt eine Adresse lang suche, gebe ich es lieber hier ab. Ja, ich wäre froh, wenn ich meins verliere, dass es auch einer wieder abgibt. Also aus dem Grunde, ich halte es eigentlich für selbstverständlich, dass man gefundene Sachen auch wieder abgibt. Eigentlich selbstverständlich, doch längst nicht alle sind ehrlich. Wir sind zurück in Kassel. Wieder verliert unser Kollege Geld. Diese alte Dame findet es und will es auch behalten. Schauen Sie mal, Sie haben da gerade was auf der Straße gefunden, ne? Die Dame bleibt stur. Du weg! Das bräuchten wir natürlich schon wieder, ne? Wir brauchen natürlich unsere 15 Euro schon wieder. Sie weiß schon, dass wir sie ertappt haben. Jetzt brauchen wir die 15 Euro wieder, ohne Witz. Nach langem Hin und Her gibt sie endlich nach. Wir bekommen unsere 15 Euro zurück. Das Ergebnis unseres Tests?
20 Mal haben wir die Ehrlichkeit der Hessen auf die Probe gestellt. Nur 10 Mal haben wir unsere Sachen unaufgefordert wiederbekommen. Liebe Hessen, Ehrlichkeit geht anders.